Fahrradfahren ist nicht nur eine gute Möglichkeit, um fit zu bleiben, sondern auch eine großartige Gelegenheit, auf TikTok populär zu werden. Zeit für eine Radtour. Aber Sicherheit ist mir wichtig. Wo ist mein Helm? Nein, das ist zu wenig. Schon besser. Aber ich will noch mehr. Jetzt bin ich bereit für scharfe Kurven und schwierige Situationen. Jetzt kann ich wie wild drauf losfahren. Einige Leute behandeln ihre Fahrräder wie Museumsstücke. Sie säubern sie jeden Tag. Ölen sie, polieren sie, bis sie glänzen. Und stellen sie wie Kunst aus. Wenn ihr zum ersten Mal mit jemandem ausgeht, ist es sehr wichtig, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Wow, ein teures Auto. Wirklich? Ein Fahrrad? Wenn ein Hindernis vor euch liegt, gibt es nur einen Ausweg. Es muss überwunden werden. Herausforderung angenommen. Ich schaff das. Das war wohl nichts. Aber als Stern mache ich mich ganz gut. Dieser Radfahrer ist ein Draufgänger. Ich bin definitiv bereit für diese Herausforderung. Das war wohl nichts. Während meine Knochen heilen, versuche ich mit dem Smartphone steile Hänge hinunterzufahren. Komm schon, komm schon. Los, fast geschafft. Oh, noch nicht mal im Spiel klappt das. Schon in jungen Jahren hat dieses Mädchen es geliebt, sich vor einem Spiegel zu schminken. Ist sie nicht wunderbar? Mamas Lippenstift und ihr Rouge werden mich umwerfend aussehen lassen. Und ich kann auch meine Haare verändern, damit meine Eltern mich nicht erkennen. Ich bin so süß. Aber das Kleid passt überhaupt nicht. Ein Horrorfilm und Popcorn sind an einem Samstagabend das Beste. Jetzt werde ich meinen Vater Angst einjagen. Was für ein süßer Fahrradstreich von meiner Tochter. Endlich habe ich genug Geld für ein neues Fahrrad. Wenn ihr lange von etwas träumt und es endlich habt, gebt ihr euren Traum nie wieder her. Mein Schatz. Mit einem besten Freund macht es mehr Spaß, einen Film anzusehen. Und beim Frühstück leckere Waffeln teilen. Du hast da ein paar Krümel. Ich mach sie weg. Wir machen alles zusammen. Hey, du könntest auch eine Dusche vertragen. Und er kann seinen Metallfreund nachts nicht alleine lassen. Weg mit dem Fahrrad. Heute ist so ein sonniger Tag.
Ich hab das Geld. Lass uns abhauen. Komm schon, schneller. Ihr könnt nicht vor der Polizei fliehen. Das sieht man nicht jeden Tag. Einbrecher auf Fahrrädern versuchen, den Fahrradpolizisten loszuwerden. Wenn sich zwei eingefleischte Radfahrer entgegenkommen, können sie nicht aneinander vorbei. Ein Zusammenprall ist unvermeidlich. Sichern und laden. Der Kampf beginnt. Einige Fahrradfans kleiden sich so, als würden sie ausgehen. Für tolle Fotos gibt sie sich viel Mühe. Jetzt kann ich ein paar Fotos machen. Meine Follower haben sowas noch nie gesehen. Jetzt kann ich fahren. Der Wind ruiniert alles, wofür sie so lange gebraucht hat. Oh. Sieht so aus, als hätte sie einen neuen Follower. Jeder sollte an seinem Geburtstag Geschenke bekommen. Tada! Ah, das ist der Wahnsinn! Ich kann es nicht glauben! Vielen Dank! Was? Was ist das? Hula Hoops? Kurzhanteln? Oh Mann, ein Fahrrad war mein größter Traum. Der Sommer ist bald da und ich bin noch nicht in Form. Ich brauche etwas Training für die Beine. Ein Fahrrad wäre die Lösung. Ups, ich habe einen Platten. Zum Glück habe ich eine Luftpumpe. Reifen aufzupumpen ist auch ein gutes Training. Jetzt kann ich weiterfahren. Schon wieder? Ich bin nur ein paar Meter gefahren. Und wieder. Meine Beine sind nicht trainiert, aber meine Arme dagegen schon. Ein Blogger, der Fahrrad fährt, ist eine ganz besondere Art von Radfahrer. Das Wichtigste ist, dass das Smartphone aufgeladen ist. Das, wovor sie am meisten Angst hatte, ist passiert. Aber ein paar Kabel, Motivation und Kenntnisse in der Physik werden ihr Fahrrad in ein Ladegerät verwandeln. Toll, es funktioniert! Jetzt kann ich weitermachen. Ihr werdet nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Ein kaputtes Fahrrad steht seit Tagen im Weg und es ist immer noch nicht repariert. Kommt euch das bekannt vor? Ach egal, ich werde mich später darum kümmern. Sie wird sich darum kümmern, nachdem sie gestolpert ist. Ich muss nur herausfinden, was kaputt ist und wie ich es reparieren kann. Los geht's! Es hat viel Zeit gekostet, aber jetzt kann ich endlich fahren. Na dann?
Es sieht so aus, als hätte der Regen die großen Pläne ruiniert. So ein Pech. Haben euch unsere lustigen Fahrradpannen gefallen? Dann schreibt uns, was euch mal passiert ist und wie oft ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid. Abonniert unseren Kanal, wenn euch dieses Video gefallen hat und drückt auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst.